Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren. Wir sprechen jetzt über den außenpolitischen und europapolitischen Bericht des Außenministeriums für das Jahr 2022. Ich habe mir angesehen, ich denke, darin sollte erkennbar sein, welche Strategie Österreich in seiner Außen- und Europapolitik verfolgt. Und der rote Faden sollte natürlich sein, die Interessen Österreichs für unser Land und die Interessen der österreichischen Bevölkerung, die sollen hier bei diesem auch Machtspiel, was ja Außenpolitik immer ist, und auch im nationalen und europäischen Denken, welches stattfinden sollte, hier an erster Stelle stehen. Keine Emotionen, nicht bedingungslose Solidarität mit einem fremden Land oder Besserwisserei, sondern eben die Interessen Österreichs. Das beherrschen eigentlich die meisten anderen Länder, die großen, aber auch kleinere. Bei Österreich sehe ich es nicht, denn es ist zulässig, aber eben auch geboten, wirklich immer ausdrücklich von den Interessen Österreichs zu sprechen. Das ist nicht egoistisch, sondern das ist auch international stabilisierend, wenn jedes Land die Interessen der eigenen Bevölkerung an erster Stelle steht. Denn die Interesse am Frieden im eigenen Land bewirkt, dass sich das auch international friedensstiftend auswirkt. Die Interesse an der inneren und äußeren Sicherheit in Österreich strahlt positiv aus auf die Nachbarländer und auch international. Auch das Interesse am wirtschaftlichen Wohlstand der österreichischen Bevölkerung verbindet uns und wirkt friedensstiftend international. Im Februar 2022 mussten wir den Ausbruch des Kriegs zwischen Russland und Ukraine erleben. Die Aufgabe der österreichischen Außenpolitik wäre es natürlich gewesen, als erstes zu fragen, wie halte ich Österreich aus diesem Konflikt heraus? Wie halte ich, schütze ich die österreichische Bevölkerung vor negativen Auswirkungen durch den Krieg? Und dann natürlich, was können wir als kleines, aber eben neutrales Land dazu beitragen, dass der Konflikt entschärft wird? Können wir es anbieten als Verhandlungsplatz? Was können wir beitragen? In Österreich, was können wir als Mitgliedsland in der EU beitragen in Brüssel? Dass es zu einer Deeskalation kommt, nicht zu einer Ausweitung, dass man nicht bedingungslose Solidarität mit einer Seite erklärt, weil man dann sicher nichts Konstruktives mehr bewirken kann, und dass man auch bei den EU-Sanktionen überlegt, die Interessen der europäischen Bevölkerung und nicht diese vollkommen hintanstellt und dann nach einem Jahr ungefähr erklärt, na ja, die Sanktionen haben doch nicht ganz so gewirkt gegen Russland, wie wir das wollten, hier aber schon. Und ich erinnere 2022 leider auch an den außenpolitischen Bauchfleck jetzt von Bundeskanzler Nehammer, der internationale Schlagzeilen gemacht hat. Im Bericht findet er sich nicht wieder, was ich gut verstehen kann. Er fuhr nicht nur nach Kiew, sondern fuhr auch nach Moskau, um Präsident Putin zu treffen. Nicht jetzt mit einem konkreten Vorschlag, mit einem konstruktiven, wie man den Konflikt lösen könnte, sondern um Putin in die Augen zu schauen. Und er gab da ein CNN-Interview, wie gesagt, international wirklich Aufruhr, und meinte da, I made the decision to go to Moscow to look in President Putin's eyes and to confront him. Okay? Die Moderatorin fragt ihn, wie das war, wie Putin war. Ja, he was very tough and he was very clear in his messages. Die nächste Frage, was sagt da Putin über den Kriegsverlauf, Kriegsverbrechen? Naja, you know, it's Putin, he wasn't very clear in this point. Okay, also das sind die internationalen Schlagzeilen, das den Auftritt unseres Bundeskanzlers in Russland sozusagen wiedergegeben hat. Er ist danach nicht mehr angefragt worden für weitere Reisen hier oder dass er da konstruktiv wirkt. Also so kann Österreich kein außenpolitisches Gewicht entwickeln. Das ist sowieso schwer natürlich für ein kleines Land, begrenzte Möglichkeiten. Aber so werden wir zu einer Lachnummer, und das hat auch nachgewirkt. Israel, Gaza, wir sind alle erschrocken über diesen Angriff der Terrororganisation Hamas. Auch hier wieder Eskalationsvermeidung Österreichs Interessen, und ich denke, es wäre unsere verdammte Pflicht, hier dafür zu sorgen, dass wenigstens der Konflikt hier in Österreich nicht ausgelebt werden kann, dass wir nicht am Unicampus im alten Wien hier Sprüche hören wie Free Palestine oder From the River to the Sea. Also nicht einmal das
haben wir im Griff und auch die Zahlungen an diverse UN-Organisationen, die im Verdacht stehen, die Terrororganisation zu unterstützen, sollten wir auch besser kontrollieren. Und der oberste Schwerpunkt, die oberste Priorität ist endlich einmal die Bekämpfung, die Vermeidung der illegalen Einwanderung. Auch hier war 2022 ein absolutes Spitzenjahr. Wir haben eine der höchsten Pro-Kopf-Belastungen in der Europäischen Union. Grenzschutz macht man nicht, nationalen, aber es wird auch in Brüssel nicht eingefordert. Endlich einmal für geschlossene Außengrenzen, wie es auch die EU-Verträge vorsehen, hier einzufordern. Stattdessen macht man irgendwelche Rückführungsabkommen, wo Milliarden an europäischen Steuergeldern und österreichischen Geldern hier ausgeschüttet werden, an afrikanische Despoten. Kein Mensch weiß, was mit diesem Geld geschieht, aber es wird sicher nicht die illegale Einwanderung bekämpft. Und auch wenn hier der Bundeskanzler Nehammer wieder, vielleicht sollten Sie mehr ein bisschen hier, Herr Außenminister, tätig werden, sich rühmt, er hat eine Afrika-Strategie und er hätte da einen multidimensionalen Ansatz, aber gegen die illegale Einwanderung wirkt es bisher nicht. Und nun wurde der Asyl- und Migrationspakt der EU beschlossen. Wir wissen alle, es ist keine Lösung, sondern nur eine, jetzt einfach vor der EU-Wahl soll es die EU-Wähler bekämpfen. Daher würde ich ersuchen, wir stehen dafür, die österreichische Bevölkerung an erste Stelle zu stehen, hier für die österreichischen Interessen zu kämpfen, weil das auch außenpolitisch und international konstruktiv wäre.